Aquarien müssen den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden, was aber nicht heißen muss, dass sie nicht auch optischen Ansprüchen entsprechen können. Von Lucky Reptile erhalten Sie ein breites Sortiment an Terrarien, das praktisch alle Wünsche abdecken kann. Das Lucky Reptile Herptarium ist eine Weiterentwicklung des klassischen Glasterrariums. Ein Kunststoffrahmen schützt die Kanten gegen Stöße und setzt klare optische Akzente. Die größeren Modelle haben zusätzliche Glasstreben an der Seite, die nicht nur als optisches Stilelement dienen, sondern auch bei vielen Arten, wie zum Beispiel Geckos, das Ausbrecherisiko reduzieren. Der abnehmbare Gasedeckel bietet eine großflächige Belüftung und erleichtert die Wartung und Reinigung. Die speziellen Verschlüsse bieten im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen keine Ritzen, aus denen Tiere und Futtertiere entkommen können. Die Gaze hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit, sodass noch genug UV und Licht beim Tier ankommen, wenn Sie die Lampen auf die Gaze stellen. Lochbohrungen im Deckel können Düsen, Nachtlicht-LED oder auch Leuchten mit Gewinderohr aufnehmen. Damit die Kabel für Heizung, Pumpen und Ähnlichem problemlos aus dem Terrarium geführt werden können, haben Sie die Möglichkeit, an den Ecken des Deckels entsprechende Durchführungen herauszubrechen. In Kombination mit passenden Terrarienschränken lassen sich so wahre Schmuckstücke im Wohnzimmer aufstellen. Glasterrarien treffen aber nicht jedermanns Geschmack und haben auch Nachteile. So bieten sie eine geringe Energieeffizienz, weil durch das Glas viel Wärme entweichen kann. Besonders scheue Tiere fühlen sich in einem Glasterrarium wie auf einem Präsentierteller, da es von allen Seiten einsehbar ist. Es gibt den Tieren kein Sicherheitsgefühl und setzt sie ständig unter Stress. Verhindern können sie das, indem sie eine Rückwand einbauen und die Seiten verkleiden. Dies verbessert zusätzlich die Isolationseigenschaften. Holzterrarien haben diese Probleme nicht, denn Holz isoliert gut und durch die undurchsichtigen Seiten haben die Tiere ein klar definiertes Territorium. Dies steigert das Sicherheitsgefühl der Tiere. Die Lucky Reptile Fernitarien sind besonders attraktiv und fügen sich gut in die Wohnung ein. Sie werden als Bausatz mit allem nötigen Material geliefert. Der Aufbau geht dank ausführlicher Anleitung spielend und schnell von der Hand. Bei einem späteren Umzug können die Fernitarien wieder zerlegt werden, sodass sie sich im Gegensatz zu Glasterrarien auch gut transportieren lassen. Die Terrarien haben an der Front- und Rückseite großflächige Lüftungen, die für einen optimalen Luftaustausch sorgen und auch ein Stapeln der Terrarien ermöglichen. Eine Kabeldurchführung an der Rückseite erleichtert das Einbringen von Wasserfällen oder Heizungen. Die Schiebescheiben sind aus gehärtetem Glas und damit besonders bruchsicher. Verschiedene Dekore sind erhältlich. Ein zweifarbiges Terrarium mit modernem Wängedekor sowie Buche und Ahorn. Dazu sind passende Schränke erhältlich. Mit dem Ferny Top gibt es einen nachrüstbaren Beleuchtungskasten, der nicht nur die Beleuchtung aufnehmen kann, sondern durch pfiffige Details glänzt. Die Installation ist einfach. Sie ersetzen den Terrariendeckel durch den mitgelieferten Deckel mit Lüftungseinsatz, setzen die Seiten auf und dann den Original-Terrariumdeckel. Die Frontblende können Sie nach Ihrem Geschmack anbringen. Versetzen Sie diese zum Beispiel etwas nach innen, erhalten Sie ein praktisches Regal und damit auch einen auflockernden optischen Charakter. Die Blende wird durch Magnete gehalten und ist somit einfach abnehmbar. Lampen können einfach hinten auf das Lüftungsgitter gelegt werden und stören so das Gesamtbild des Terrariums nicht. Die Fernitarien setzen optische Akzente und sind ideal für Schlangen- und Wüstenbewohner. Wenn man sie für tropische Arten einsetzt, müssen sie vorsichtig sein, da Holz durch Feuchtigkeit leicht aufquellen kann. Besonders gut für Arten mit hohem Frischluftbedürfnis, wie zum Beispiel Chamäleons, eignen sich die Open-Air-Vivarien. Diese Terrarien bestehen aus stabiler, wetterbeständiger Nylongase. Weder UV-Licht noch Grillen können ihr etwas anhaben. Damit sind sie auch ideal, um ihren Tieren einen Freiluftaufenthalt zu gönnen. Separat erhältliche, flexible Kunststoffwannen verhindern, dass Wasser und Bodengrund aus dem Terrarium laufen.
Besonders europäische Landschildkröten profitieren von einem Freilandaufenthalt. Mit dem Tortoise Garden System können Sie ihnen ein schönes Freigehege bauen. Die robusten, wetterbeständigen Plastikplanken können quasi beliebig zusammengesteckt werden und damit Gehege in allen möglichen Größen und Formen schaffen, die später auch erweiterbar sind und so mit Ihren Schildkröten wachsen. Einen Schutzraum können Sie übrigens leicht mit einer Plexiglas- oder Doppelstegplatte schaffen. Ein Traum für Wasserschildkröten ist das Turtletarium. Dieses elegante Schildkrötenaquarium ist ein echter Hingucker und in artgerechten Größen erhältlich. Das große 120er Turtletarium glänzt mit bis zu 68 cm Tiefe, was auch für viele ausgewachsene Schildkröten genügend Platz bietet. Passende Unterschränke im eleganten Silbergrau sind für alle Größen erhältlich. Ein Landteil und Sonnenplatz für die Schildkröten können Sie zum Beispiel einfach mit einer Turtle Island schaffen. Als Filter ist der Thermoclean ideal. Dieser verfügt über eine integrierte Heizung. Das ist für Schildkröten optimal, denn diese quirligen Gesellen gehen nicht gerade zimperlich mit Einrichtungsgegenständen um und da geht auch schon mal ein Glasheizer zu Bruch. Im Thermoclean ist die Heizung sicher untergebracht und Installation und Wartung des Außenfilters sind kinderleicht.